Alter. Kann doch nicht sein, dass die Surfbahn hier schon vorbei ist. Also ich habe die Kennzeichenhalterung noch angeschaut. Keine Ahnung, wo man das erkennen kann. Einfach abgerissen. Finde ich phänomenal. Bin stolz drauf. Tschüss. Servus. Wen habe ich vor mir? Nils. Mike. Ja, ja, ich weiß. Servus. Ah. Bist du komplett erledigt, oder was? Leute, ihr glaubt es nicht, und zwar darf ich euch präsentieren, beste Big Pike Performance bei der Bosnia Rallye. Und ja dann, da habe ich gerade noch kurz einen Stressmoment gehabt, habe keinen Moped-Schlüssel. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Ein Wahnsinn. Schaut euch dieses geile Wetter an. Willkommen zu Bosnia Rally Tag 5. Es ist gerade so gegen 7.30 Uhr. Start ist heute gemeinsam um 9 Uhr. Der sogenannte Sturm auf Kupres bedeutet, wir fahren quasi in einer Kolonne von allen Fahrern hinter einem Leitfahrzeug über das Feld Richtung Kupres. Wir werden auch dabei gefilmt, auch Drohnenaufnahmen gemacht. Das wird, glaube ich, ziemlich mega genial. Ansonsten zur Tagesetappe, die ist knapp 240 Kilometer. Sollte ganz gut möglich sein. Es gibt zwei Lighttracks. Was ganz spannend ist, der eine Lighttrack soll leider so schwer sein, dass er für Big Enduros nicht empfohlen wurde. Ganz lustig, eine Multistrada sollte dort nicht hinunterfahren, wurde gestern explizit beim Briefing erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich mich fühlen soll, weil eine GS darf die dann hinunterfahren. Spaß. Aber soll, glaube ich, einfach heißen, tust du nicht an. Soll grobes Geröll sein, soll nach unten sein, soll beschissen sein und ja, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das Bike entweder hinlegst oder nicht anständig bremsen kannst. Das einzige Gute, es soll nicht zu lang sein. Genau. Vielleicht frage ich heute nochmal um ein paar Details, aber eigentlich habe ich vor, dort auch nicht dran zu fahren, weil wenn ein Profi dir was empfiehlt, halte dich dran. Die 4 Tage sind ja grandios gelaufen, wäre doch scheiße, wenn ich am 5. Tag das Bike hier bei der Abfahrt irgendwo zerstöre. Ich gehe nicht davon aus, aber sicher ist sicher. Ich packe jetzt meine Sachen wie immer. 7 Sachen muss man packen. Habe aktuell noch kein Wasser, aber werde ich von Jürgen noch bekommen, hat er gestern gemeint. Ich hau mich mal zum Frühstück, packe meine Sachen fertig und dann geht es auch schon los. Es wird phänomenal. Letzter Tag. Wahnsinn, wie schnell es vergangen ist. Füße und so. Ich spüre meinen Körper. Bin ich wirklich erschöpft? Nein, zum Glück nicht. Ich weiß nicht, ob ich auch dann fahren würde, einfach aus Verlustgründen. Bin ja einmal beim rechten Wadel hängen geblieben mit dem Pedal. Das spüre ich leicht manchmal. Ich glaube, das hat aber einfach nur irgendwie einen Krampf und Verspannung. Hat nicht mal einen Bluterguss. Und ja, dehne ich immer wieder, dann funktioniert es gut. Ich versuche sowieso zu dehnen. Ich habe es nicht jeden Tag geschafft, aber so zumindest jeden zweiten. Das relaxt den Körper ein bisschen zum besser einschlafen und ähnliches. Ansonsten Magnesium nehme ich auch. Normales Doping ohne Start. Phänomenal. Heute schon Abschluss. Und dann Riesenparty. Ich habe mich eigentlich so auf eine Riesenparty mit uns, mit dem Team gefreut. Aber dann gestern Abend erfahren, dass die schon heute Abend nach der Etappe fahren, um den großen Wochenendstau an den Grenzen zu vermeiden. Ich bedauere es sehr, Jungs. Echt sehr schade. Ja, wollte mich richtig schön klassisch absolut wegmachen und einfach 5 Tage Rallye fahren. Hätten wir uns als Team auf jeden Fall verdient. Nächstes Mal hoffentlich. Dann bis später und gute Unterhaltung. Sascha, Jochen, Wasser.
Ich, auf geht's bald in Tag 5, Showdown. Da drüben stehen schon die Leute, die sich alle anstellen. Für unsere gemeinsame Fahrkolonne nach Kupres. Ich habe den Track schon eingestellt. Ansonsten alles tiefenentspannt. Also ich habe die Kennzeichenhalterung noch angeschaut. Keine Ahnung, wo man das erkennen kann. Das hänge ich noch vor dran. Einfach abgerissen. Finde ich phänomenal. Bin stolz drauf. Tschüss. Hier sind, glaube ich, alle ready to rumble. Ich auch sowas von. Gestern nochmal 254 Kilometer gefahren. Verbrauch war 7,8. Ist das ein großartiges Gefühl, dass es losgeht. Jetzt brauchen wir übrigens keinen Stress haben. Wir fahren ja noch gemeinsam übers Feld zum Startpunkt. Und ja, ich muss noch schauen, 142 Kilometer Reichweite mit dem Tanken, wie weit das reicht. Der erste Tankstopp ist bei 106, aber ich verlasse mich auf diese Anzeigen leider nie. Schauen wir mal, was es jetzt ansagt. Ja, Hälfte. Das sollte eigentlich passen. Ich glaube, das werden wir riskieren. Rumble this baby! Ein Wahnsinn. Ich glaube, ich habe noch nie so geschwitzt. Es rinnt innerhalb meines Helmes runter, unter meinem Panzer. Alles bestens? Alles bestens. Danke der Nachfrage. Meine Güte, ich mache hier Sauna-Erfahrung. Ja, festgemacht. Danke dir. Ja dann, bis am Abend auf dem kühles Alles. Genau. Okay, irgendwas ist komisch mit deinen Kilometern, weil wir sind jetzt bei 18,6 und ich habe den Light Track, aber der sollte später sein. Dann ist der Start wahrscheinlich, oder die Abfahrt war wahrscheinlich beim Hotel. Ich habe nochmal beim Startpunkt resettet. Alles gut? Okay. Alles gut? Nur nicht stecken bleiben. Aber für den Light Track geht das ziemlich ab hier. Oh ja. Sicherheitshalber Traktionskontrolle aus. Schauen weiter geil durchzusurfen. Meine Güte. Durchatmen. Pinkelstopp machen. Mega Track hier. Wahnsinn. Servus. Hey. 11 Uhr morgens, dritter GoPro Akku. Kilometer 38 on the track. Irgendwie kompliziert heute. Die Kilometerangaben stimmen nicht mit den Notizen überein. Genau, ganz lustig. Ich habe vorher noch ein paar andere Mopedfahrer erwischt. Zweimal gestehen geblieben auch und gefragt, hey Leute, ich sehe genau, was abgeht, weil der erste Lighttrack hat früh zu früh begonnen. Und ja, es passt weder mit den plus 10 Kilometern Anfahrt noch mit der Gesamtstrecke. Also irgendwas scheint da im Schiefen zu sein. Aber egal, ich habe jetzt den Track. Ich muss noch mal schauen, wo der zweite Lighttrack beginnt, weil dann passt die Kilometeranzahl vermutlich dort auch nicht. Dass ich dort nicht vorbeifahre, aber das sollte auch ein Servicewagen stehen. Ansonsten, mir geht's gut. Richtig geil on the road. Macht mega Fun weiterhin. Ich habe mir sogar gedacht, wenn ich heute dann schnell durchkomme, kann ich heute vielleicht noch kurz das Kennzeichen suchen, gehen, fahren. Und ja, ansonsten, mega geiler Tag, mega geiler Track. Sportlich in der Kurve sollte einem dieses Fahrzeug nicht entgegenkommen. Aber man hat uns gewarnt, dass es sie gibt. Thank you.
Verdammt, echt geile Drohnenaufnahmen. Ich packe und dann geht's weiter. Danke, cool, dass ich schon da bin. Ich habe noch gar nicht gewusst, dass ich schon so weit bin, ja, weil irgendwas passt halt mit meinem Kilometerstand nicht. Da bin ich safe, wenn du runterfährst. Okay, dann fahre ich da runter und wo komme ich wieder rein? Du fahrst bis zur Hauptstraße, dann links und dann fahrst du den See. Und dann okay, und dann kommt eine Tankstelle auch bald? Müsste in der Stadt kommen. Danke vielmals. Kaffee, alles gibt's dort. Vielleicht habe ich Zeit für ein Mittagessen, Leute. Tschüss, danke. Unfassbar, die Crew am Start! Ich habe von hinten gedacht, du bist Jürgen. Okay. Okay, wenn ich sage, ich bin wieder Jürgen und so in Form, wir wieder Jürgen bis zum Pepper, aber kannst du gerade. Oh. Ja. Moped am Start, Daniel am Start, Sascha am Start, Jürgen am Start. Jochen! Sorry. Da ist der Jürgen. Genau, Jürgen ist das alte Tier und Jochen ist der junge Held. Mega geile Aussicht auch noch am Start. Geil, wir sind ungefähr bei Kilometer 60, aber ich habe heute keinen Plan, ich bin irgendwie neben der Spur. Zum ersten Mal in 5 Tagen habe ich diesen Kerl auf dem Track getroffen. Ich fahre heute einfach godlike. Das ist hier der Ultra-Ultra-Light-Track. Da drüben ist die Aussicht. Ich fahre jetzt dorthin, wo der Light-Track wieder mündet, um dann von dort aus den normalen Track weiterzufahren. Das hört sich irgendwie nach der coolsten Lösung an. Perfekt, noch 27 Kilometer Reichweite, Tankstelle gefunden. Alles entspannt. Genial, also hier keine Kartenzahlung. Die Mafia verwendet Karten, die einfach nicht gedeckt sind. Aber dafür habe ich einfach mit Euro zahlen können. Das sieht auf jeden Fall entspannt aus. Grüße euch. Ziemlich geil. Hier mit den Rally Garage Menschen aus Polen noch geplaudert. Die sind direkt neben unserem Stopp. Echt nette Unterhaltung gewesen. Moped. Pausenstopp. Sau gemütlich. Weiter geht's on the track. Also, bis gleich. Also echt nette Location. Wir fahren jetzt das Flussufer entlang, haben quasi extra eine Spezialgenehmigung, um auch dort zu fahren, wo die Spaziergänger spazieren. Freue mich schon mega mäßig drauf. Darf später nicht vergessen, mir die Birne einzucremen. Läuft! Dieser Spot ist so geil, da muss man in jedem Fall ein Foto machen. Das ist nahe ein Naturwunder. Ja dann, los Kilometer! Nein! Irgendwie habe ich es leicht vermutet. War zu gut im Flow. Irgendwo ist es weggegangen rechts. Oh je. Ist das nicht unfassbar schön? Wahnsinn. Hey, ich bin hier in dieser wunderschönen Tiefebene vielleicht. Auf jeden Fall auf diesem wunderschönen Feld. Wollte eigentlich mich filmen, während ich über das Feld fahre, aber da sind genug andere Mopeds dabei vorbeigefahren. Still not able to tell what I'm feeling. Also wirklich echt, echt genial hier. Wir sind übrigens schon bei Kilometer 101.9. Ich glaube tatsächlich auch schon weiter, weil das Ganze hat ja heute ganz zusammengestimmt. Deshalb mal gespannt, wie viel noch kommt. Bis gleich. Oh yeah, dann weiter geht's. Nochmal ein kurzes Päuschen. Ah.
Meine rechte Hand ist einfach komplett eingeschlafen. Oh. Amigos, oh, mega geil. Ich habe mir gerade gedacht, wenn du diesen Berg reitest und hinter dir eine Drohne fliegt, oh, das muss eine mega geile Aufnahme sein. Vielleicht irgendwann eine Follow-Me-Drohne kaufen. Puh, illegal zu fliegen, aber trotzdem geil. Wegen der Aufnahmen. Roger, dann wieder zurück. Traktionskontrolle aus, Winkelpause. Ja, Michi! Geil! Da freue ich mich extra. Wie geht's dir? Gut, danke. Ich habe am See eine längere Pause gemacht. Dort habe ich dich vorbeifahren sehen. Echt cool! Aber deine sehen wirklich gut aus, aber ist der zweite jetzt, ja, gell? Ja, genau. Okay. Alles klar, gut Ritt. Also mega genial hier. Auch das harte Geröll ist voll noch akzeptabel. Kann man gut fahren. Die Aussicht wäre auch ein Hit, wenn man Zeit hätte zu schauen. Noch 53 Kilometer, gar nicht mehr weit. Voll geil. Servus, Bernie, Alter. Servus. Wen habe ich vor mir? Nils. Mike. Ja, ja, ich weiß. Servus. Ah. Bist du komplett erledigt, oder was? Nee, alles gut. Meine Hand war eingeschlafen. Ich habe die Traktionskontrolle ausgeschalten, weil mit Traktionskontrolle ruckelt er immer ein bisschen. Das ist extra anstrengend. Okay. Und deshalb habe ich was getrunken. Ich habe keinen Trinksack. Na, viel Spaß. Gute Fahrt noch, gell? Danke, ebenso. Ciao. Magst du vor? Ja, ich fahr gern vor. Kannst du kurz Pause machen? Ah, 1001 ohne Traktionskontrolle. Oh Baby, komm, 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 komm. Aufnahme muss ich unbedingt holen. Geil, grüß euch. Ich habe mir gedacht, diese Aufnahme muss ich mir unbedingt holen. Gerne, gib mir was. Extra für dein Video aufs Gas gestiegen. Das kann ich voll verstehen, wird mir auch so gehen. Das sieht man ja nicht so oft hier. Ich bin hier an einem mega geilen Plätzchen, habe hier Pause gemacht und bin eigentlich nur stehen geblieben, weil zwei Fahrer sind hier schon gestanden und haben einfach mich aufgenommen. Mega geiler Tag, gerade eine Pause gemacht, ultra chillig hier echt, die Show genossen. Kommt schon wieder jemand? Okay. Alles bestens, danke. Kleines Päuschen gemacht, Birne wieder mit Sonnencreme eingecremt. Heute ist zwar angenehm windig, aber man verbrennt 1000%ig. Deshalb habe ich jetzt die Show genossen, hier mindestens 10 Moped-Fahrer vorbeigefahren. Wechsle jetzt noch den Akku und dann weiter geht's noch. Knapp 50 Kilometer von hier, bald geschafft also. Weiter geht's! Ah, danke. Echt nicht so easy, anständig umzudrehen hier. Keine Ahnung, wo ich das verpasst habe. War das echt diese Wiese, die ich gesehen habe? So ein Wiesenweg? Yep. Fotospot. Einfach mega geil. Ja, das ist schwer. Ich würde fast sagen rechts. Ein paar Spuren gehen auch hier rauf. Da drüben fahren auf jeden Fall ein paar. Vielleicht kommen wir ja auch wieder runter. Sieht richtig aus. Okay, okay, ich glaube beide Wege führen nach oben. Ja. Hier werden sie wieder zusammengegangen.
Überall, wo es rauf geht, geht es auch wieder runter. Kurz chillen. Das war ein geiler Ritt. Ohne Traktionskontrolle wieder mal etwas smoother, aber es war ein mega geiler Ritt. Wenn man sich hier verfährt, ist man auch am Arsch. Bit like train running. So, mal kurz die Lage checken. Mega phänomenal. In jedem Fall spüre ich aber meine Hände. Es könnte schon hier rechts sein. Aber das Gefühl sagt geradeaus. Passt. Ja, ich glaube, es passt. Ich glaube, da lang. Ja. Yeah, hey man. Hello, enjoying again? Yes, Alex, right? Yes, man, nice to meet you. I was just checking also the road, and I think it's right straight. Parallel first, yes, right way. Perfect, and I thought I was the last on the track, but I'm not, man. You're not. Woo! Oh, yeah. Great, perfect, keep on riding. Ja dann, kurzer Snack. Haben wir gedacht, hab ewig nichts gegessen und weiter geht's. Weniger als 20 Kilometer. Also, was man sagen kann, die hatten alle das Roadbook und die hatten keinerlei Zweifel. Also schon ziemlich geil. Das sind wahrscheinlich alle drei Wege eingezeichnet und dann weißt du einfach, dass du genau geradeaus musst. Ich denke mir einfach nur, ist das GPS genau oder ist es nicht genau? Alles in Ordnung? Nothing. Brauchst du Hilfe? Kann ich was helfen? Nee, ich komme mit dem Auto und hol's Motorrad. Ist nicht mehr weit, 10 Kilometer. Hab's bis hierher geschafft. Perfekt. Dann bis gleich, auf ein Bier. Hallo! War wie ein Volksfest. Echt geil. Wirklich Wahnsinn. Super. Sau cool, mein Lieber. Danke. Haben wir auf der Road mal gequatscht? Nee, fast nur eben zum Schluss noch einmal Daumen hoch, als ich vorbei bin. Ah, danke. Bin mir immer unsicher, weil ihr seht mit dem, also jeder sieht ja mit dem Gesicht ganz anders aus und dann mit Dress und Brille. Aber den Motorrad-Sound hast du gehört. Bestimmt. Helfen runter bitte. Gut im Ziel angekommen, mega geiles Gefühl. Nochmal schönes Moped ausgefahren und jetzt wird gefeiert und getrunken. Yes, ich glaube von unserer Truppe sind schon alle da. Hier stehen schon die Bikes. Genau, Michi ist gerade da hinten, habe ich gerade schon gesehen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Und ja, ich lege jetzt mal mein ganzes Zeug ab. Dann fahre ich, glaube ich, noch zum Supermarkt, check ein paar Sachen. Dann wird gefeiert heute. Richtig gefeiert. Genial, jetzt noch eine gemütliche Runde ausrollen, rüber zum Supermarkt. Mischgetränke Cola holen und zwei Flaschen Hochprozentiges für Sascha und Jochen. Geil! Schnell noch was zu trinken kaufen. Dann geht's weiter. Oh ja, ich habe zwei Flaschen rum, zwei Flaschen Schnaps, 6 Liter Cola, 8 Red Bull. Ich glaube, es sollte reichen und ich glaube, es wird geil werden. Alle Leute irgendwo am Kommen. Ich halte mal die Position, mach mir eine Zigarette klar und pack mal den Alk aus. Aber was richtig geil ist, erstens der Apfel und zweitens hat mich gerade voll schockiert, da läuft ein Typ her und der hat gerade einen Arm im Ärmel. Und ich habe mir gedacht, shit, was ist passiert? Aber man sieht es, wenn man dreimal hinschaut, er hat den Arm scheinbar einfach im T-Shirt unten rum wahrscheinlich irgendwie bandagiert und eingehängt, trägt er ihn und einfach beim Ärmel hängt kein Arm raus.
Es ist ein mega Gefühl, abgeschlossen zu haben. Cool. Heute waren es übrigens bei mir nur so 160, 180 Kilometer. Yay, Jochen, der Mann! Jochen? Jürgen? Jochen? Jochen? Was ja? Noch immer. Super bei Leistung. Elcho. Leute, ihr glaubt es nicht, und zwar darf ich euch präsentieren: beste Big Pike Performance bei der Bosnia Rallye. Mega geil! Danke, Grüße gehen raus. Ich bin mir sicher, das sind Leute brutal durch die Bombe geheizt, aber ich freue mich anerkennend darüber. Und kommentiere das nicht weiter. Phänomenal. Wir haben die Urkunde gekriegt gestern. Phänomenaler Tag. Was haben wir gemacht? Wir haben gefeiert. Boah, das letzte Foto, das ich gemacht habe, war von einer Rumflasche. Die war ungefähr so voll noch. Also war eine 1 Liter Rumflasche. Es war irgendwie 3.20 Uhr. Also wir haben hart gefeiert. Ich weiß nicht, würde sagen, so gegen 4 war ich im Bett. Mega geil, oder? Und das Krasse ist, wir haben alle noch einen Schnaps bekommen. Wir haben gestern auch schon ein bisschen probiert. Geil, sehr geil. Eine Flasche Schnaps haben wir auch noch vernichtet. Ich überlege gerade. Es ist kein Schligowitz, es ist ein Belkowatzer. Und deshalb für beste Big Bike Performance habe ich was gewonnen. Ein mega fest Cappy. Sieht geil aus. Gefällt mir sehr. Genau, und eine Werkzeugflasche. Das ist perfekt. Ich habe nämlich noch kein Werkzeug für On the Road. Aber jetzt kommt's. Es gibt noch ungefähr 20 Minuten Frühstück. Ich muss mich beeilen. Mann, ist das ein geiler Tag. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht bleibe ich noch hier. Vielleicht fahre ich. Irgendwas muss ich mit dem Kennzeichen wahrscheinlich regeln. Aber jetzt mal Frühstück. Eines noch echt phänomenal. Ich war gestern echt zu blöd, mein Feuerzeug zu finden. Gegen Ende der Party. Hab gefühlte 5-mal beide Taschen, alle Taschen, die ich habe, durchsucht. Es war in meiner linken Hosentasche. Ich glaube, das ist ein guter Indikator für... Boah, die war gut. Noch viel geiler. Ich dachte, das Frühstück geht bis 10. Aber das Frühstück ging nur bis 9. Aber mit nett Fragen habe ich gerade noch eins gekriegt. Der beste Tag meines Lebens. Jetzt wird gefrühstückt. So, alles gepackt. Oh, mir sticht's irgendwie. Das tut ein wenig weh. Mal die Lage checken, was überhaupt passiert ist. Grob würde ich sagen, absolut gar nichts ist passiert. Da ist nur eine kleine Spurrille, die eine kleine Kante hat, die ich nicht gesehen habe. Hier. Jupp. Ich habe von der Ted in Frankreich eine leichte Rippenprellung gehabt. Vorhin habe ich mir den Schuh angezogen, hat es geknackst. Auf der linken Seite pendelt sich bestimmt im Laufe des Tages ein. Lustig. Alles ist gepackt. Geht sich wie immer auf den letzten Zentimeter aus. Echt verrückt. Und ja, dann habe ich gerade noch kurz einen Stressmoment gehabt. Habe keinen Moped-Schlüssel. Ha. Kurz nachgedacht. Und zwar, wir haben gestern ja den Tracking-Sensor ausgebaut. Und das Moped steht noch unten. Also bin ich ziemlich guter Dinge, dass er einfach hinten beim Lösen der Sitzbank steht. Das Cola rum und die Zigarette beim Ankommen nach der Rallye waren auf jeden Fall wichtiger als der Schlüssel. Habe ich dann einfach verplant. Deshalb also Daumen drücken. Wir gehen jetzt gleich runter und schauen, ob der Schlüssel wirklich dort steckt. Sonst fahren könnte ich. Das Problem ist, tanken nicht. Das ist ein Problem, aber wird nicht notwendig sein, sich Sorgen zu machen. Brillant. By the way. Wahnsinn, wie schnell sich das Feld lichtet. Auch heute in der Früh, wie ich aus dem Fenster geschaut habe, waren vom Parkplatz fast schon alle weg. Echt einige noch direkt gestern gefahren. Jetzt noch eine Zigarette zum Runterkommen, was trinken und dann geht's auf zur Polizeistation. Daumen drücken.